Wir sind wieder da! Hey! Yay! Yeah. Gut, ist schon wieder. Weißt du, was geht? Also, wir haben Themen, ne? Themen, genau. Also, irgendein Rainbow Six, Panics? StarCraft 2. Nein, nein, Logitech. So, Logitech. Und dann. Das heißt schon etwas. Herzlich willkommen zu Suicide Squad Weekly. Oh, sorry. Esports.ch. Er ist derjenige, der Teams für das Rainbow Six Invitational qualifiziert und selber wahrscheinlich nicht einmal wird mitspielen. Nein, das sieht definitiv nicht so aus. Die Rede ist von unserem Schweizer Top-Export im Rainbow Six, The Panics. Der hat in den letzten paar Monaten mehrere Teams zu einem Spot am Invitational im Februar verholfen und ist jeweils kurz vorher gespickt worden. Ja, so, jetzt wieder bei seinem bisherigen Team BDS Esports. Und jetzt muss der Armkeit bis im Februar warten, dass das Transferfenster wieder aufgeht und er vielleicht in einem anderen Team ein neues Zuhause findet. Und bis dann ist für die Invitational schon zu spät. Die überraschende Vertragsauflösung hat in der Rainbow Six Community für viele Fragezeichen gesorgt und auch eine grosse Empathiewelle ausgelöst. Unter anderem beim E-Sports-Riesen G2. Ja, die haben in der ersten Woche von der ESL Pro League gegen BDS gespielt. Und einer von ihren Starspielern, der Pengu, hat im Siegerinterview Folgendes dazu zu sagen können. And last thing to say before we end the interview, anything to your fans, etc. Any pleas to Ubisoft or ESL for the invite? I think the only thing there is to say is that we went into this game with a six-man roster. This one was for Panics. Fully for Panics. Was hinter dieser Vertragsauflösung steckt, wer ein Schuld daran ist und wie es dann pro ist, alle Einzelheiten versucht unser Rainbow Six-Experte Julio herauszufinden. Ihr werdet es hoffentlich bald bei uns nachlesen. Bis dann, bleibt gespannt. Ende 2019 haben wir nicht nur von einem super E-Sports-Jahr müssen Abschied nehmen, sondern leider auch vom Team Equinox. Das CSGO-Team, das in der Swiss E-Sports League Fall Season 2. geworden ist, hat sich Ende Jahr aufgelöst. Es ist natürlich schade, wenn man in der Szene einen Namen verliert, aber laut dem Gründer, Sandro Viscardi, ist es einfach zu viel geworden, die Organisation zu führen, vor allem hobbymässig. Und er hat es ganz allein gemacht und ganz ohne Staff. Trotzdem, die Geschichte hat ein Happy End. Die meisten Teams haben wieder Unterschlupf gefunden in anderen Organisationen, zum Beispiel CSGO-Roster bei Silent Gaming, wo ja schon lange besteht und recht bekannt ist. Die noch nicht gefunden haben, die werden sicher auch bald irgendwo aufgeschnappt. Bis dann und für das Jahr, good luck and have fun! Die Logitech G-Cup sind dieses Jahr wieder fester Bestandteil der Schweizer E-Sports-Agenda. Die werden regelmässig im Gaming World im Verkehrshaus Luzern ausgetragen und von dort aus im professionellen Rahmen gestreamt. Der Anfang hat dieses Jahr League of Legends gemacht, wo sind sich vier qualifizierte Halbfinalisten gegenübergestanden. Silent Gaming gegen Flame Esports, Arctic Gaming gegen Equilibitas Swiss Esports. Ins Finale geschafft heisst die Jungs aus Österreich von Flame Esports und Arctic Gaming. Und Arctic Gaming hätte das erste Spiel für sich entscheiden können, aber nachher hat Flame Esports nochmal so richtig aufgedreht. Ja, und am Schluss hat Flame Esports mit einem 2-2 Sieg das Turnier für sich können entscheiden und hat dort mit 3'000 Franken einkassiert. Der zweite Platz Arctic Gaming hat wenigstens noch 1'500 Franken bekommen und Platz 3 und 4 sind mit 750 auch nicht ganz leer ausgegangen. Weiter geht's in der Gaming World am 15. Februar mit dem Astro Gaming Cup und Call of Duty. Und dieses Jahr dürfen sich auch die Dota-Fans mal so richtig freuen. Letztes Jahr ist der Startschuss gefallen für die Swiss Sim Racing Series und nach der ersten erfolgreichen Saison geht's im 2020 natürlich weiter. An 5 verschiedenen Standorten werden die besten Schweizer Simracer gesucht, die im Juni am Porsche-Treff in Mollis um einen Meistertitel kämpfen werden. Neu dieses Jahr sind zwei zusätzliche Kategorien, Ladies und Ü40. Auch die werden an den 5 Standorten um Sachpreise kämpfen und dann um einen Meistertitel, der mit einem Preisgeld dotiert ist. Was machen denn Ü40 Ladies? Egal, alles Weitere zu der Swiss Sim Racing Series findet ihr auf esports.ch. Meine Twitter-Timeline war letzte Woche so richtig am Brennen gewesen, mit Jubel und Fröhlichkeit. So viel Positivität habe ich auf dieser Plattform schon lange nicht gesehen. Und grundlos ist der Jubel natürlich auch nicht gesehen. Nein, es ist etwas verkündet worden, wo wohl niemand damit gerechnet hat. Nämlich eine ESL Pro Tour für StarCraft 2 und Warcraft 3 Reforged. StarCraft Pro Tour ist eine Kombination aus den ehemaligen ESL Cups, den Dreamhack Events und dem WCS Turnier und findet dann ihren Höhepunkt an der IEM in Katowice, wo dann auch gerade der neue Weltmeister gekrönt wird. Das heisst, Pro Tour löst auch gerade das WM-Finale an der BlizzCon ab. Neu hingegen ist Warcraft 3
Reforged in der ESL, was natürlich auch wieder für Jubel gesorgt hat. Im Gegensatz zu StarCraft 2, wo ja mit Punkten funktioniert, wird aber Warcraft 3 eher mit Qualifier und Turnier ausgereizt. Ja, wir freuen uns natürlich mega, dass Dreamtail Strategy-Spiel wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und vor allem auch mit einer dreijährigen Partnerschaft ein richtiges Revival für StarCraft zumindest. Ein neuer Streamer of the Month haben wir noch gerade nicht, weil wir jetzt bis jetzt noch in der Ferien waren, aber ab Februar geht es weiter und ja, ihr könnt euch natürlich auch noch bewerben, also falls ihr auch Streamer of the Month werden möchtet, macht ihr das am besten auf info@esports.ch. Und da sind wir auch schon am Schluss von diesem Video angekommen. Noch kleine Frage an euch, welches Game habt ihr eigentlich über die 4 Tage noch mal so richtig gesucht? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr schon dort unten seid, lasst noch ein Like da, das würde uns mega freuen. Und sonst gibt es natürlich immer wieder neue News auf esports.ch, auf unseren Social Media Plattformen, hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen. esports.ch Powered by UPC.